Ja, moin. Hier sieht man eine BMW F800 GS von 2008. 2008, als dieses Motorrad auf den Markt gekommen ist, da war ich 18 und hätte mir wahrscheinlich einen Arm ausgerissen, um dieses Motorrad besitzen zu dürfen. Allerdings hat es damals dann leider nur, in Anführungszeichen nur, für eine SV 650 gereicht. Jetzt ist es 2022. Ja, ich besitze dieses Motorrad seit 2 Jahren. Vor 2 Jahren habe ich ja beim KTM-Händler eine KTM 790 Adventure ins Auge gefasst und sie sollte 10.000 Euro kosten. Ich hatte etwas über 5.000, die restlichen 5.000 hätte ich finanzieren müssen. Und ja, dann habe ich bei Kleinanzeigen dieses schöne Gefährt entdeckt und für ja, sagenhafte 5.200 Euro gekauft und es war bezahlt. Ich musste mich nicht verschulden. Was ich hätte müssen, wenn ich die KTM genommen hätte. Ja, ich denke, ich habe alles richtig gemacht, denn dieses Motorrad macht genau das Gleiche, wenn nicht mehr. Oder ja, ich sag mal, gut, 10 PS weniger, 85 PS hat die BMW, 95 hätte die KTM 97 Adventure gehabt. Allerdings ist dieses Fahrzeug auch noch mal ein gutes Stück leichter. Tatsächlich mit den vollgetankten 207 Kilo, wenn ich mich nicht täusche, ist sie nur 3 Kilo schwerer als eine Tenere 700. Und hat aber natürlich 100 Kubik und 10 PS und auch 10 Newtonmeter Drehmoment mehr. Also im direkten Vergleich mit einer Tenere 700 schlägt sie diese von den reinen Daten meiner Meinung nach in jeder Hinsicht, außer beim Gewicht, aber die 3 Kilo, die sind beim besten Willen meiner Meinung nach für den 0815 Motorradfahrer wahrscheinlich nicht zu merken. Ja, ich habe dieses Motorrad nach meinem Geschmack ein bisschen modifiziert. Ich habe zum einen einen ja, LED-Scheinwerfer montiert. Und ja gut, hier dieses Offroad-Gitter ist natürlich ausschließlich für den Geländeeinsatz tauglich. Deshalb befinden wir uns natürlich jetzt hier auch im tiefen Gelände. Auf öffentlichen Straßen würde ich das natürlich abschrauben. Ja, LED-Blinker waren schon. Die Barkbuster Handguards, die waren auch schon drauf. Ansonsten ja, habe ich diesen Motorschutz und diese Schutzbügel nachgerüstet. Des Weiteren, ja, wie man sieht, ein Schafsfellbezug für meinen Sattel. Da kann man jetzt drüber denken, was man möchte, aber es reguliert wunderbar Temperatur sowohl im Sommer als auch im Winter. Und zusätzlich bietet es ein kleines bisschen mehr Komfort, weil der Sattel dann doch auf längeren Strecken, und das ist es, was ich mit der Maschine gerne mache, ein bisschen ungemütlich werden kann. Des Weiteren einen wunderbaren AC-Schnitzer Endschalldämpfer und der macht einen herrlichen Sound. Man kann den dB-Killer noch entfernen, dann ist es für alle anderen nicht mehr schön, für den Fahrer immer noch. Allerdings werden einem dann auch schon mal gerne der Vogel gezeigt oder auch andere Handgesten. Da habe ich mich dazu entschlossen, den dann doch wieder reinzusetzen in den Topf. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, ja, hier das Garmin Sumo XT. Absolute Empfehlung. Fantastisches Teil. Damit bin ich schon über den TED gefahren. Klasse Navigationssystem gerade für Leute, die auch einmal abseits der befestigten Wege sich und bewegen möchten. Es gibt OpenStreetMaps-Kompatibilität. Also wer eine Reise-Enduro hat, braucht meiner Meinung nach dieses Gerät. Oder wer eine größere Reise unternehmen möchte.
Ja, ich glaube, das wäre alles. Ich würde zu diesem Zeitpunkt noch mal einmal kurz das Motorrad starten, um euch teilhaben zu lassen am Sound, weil der ist meiner Meinung nach hörenswert. Alles klar. Ich hoffe, euch hat mein kurzes Video zu meiner Traummaschine gefallen. Auf Wiedersehen.